Es riecht nach Derby-Luft am Wallkamp. Der ASV Altenlingen empfängt Olympia Laxton zu einer Neuauflage des Traditionskrachers. Lange war Laxton wie ein Fluch für den ASV. Zwischenzeitlich gelang es dem Team von Michael Zimm, das 3 Jahre nicht Olympia zu besiegen. Vor gut einem Jahr dann im Heimspiel mit einem Sieg die Erlösung. Wie geht es am 6. Spieltag der Bezirksliga-Saison 2020-2021 weiter? Kann der ASV den Laxton-Fluch heute endgültig vergessen machen? Das Heimteam in Blau von rechts nach links überspielt hier mal direkt zu Beginn die ganze Abwehr der Gelben. Jan Kettler auf dem Weg Richtung Tor. Die Hereingabe nicht präzise genug. Beide Mannschaften tun sich hier in der Anfangsphase nichts. Laxton strahlt ebenfalls Gefahr vor dem gegnerischen Tor aus. Torwart Spieker hat auch weiterhin keine Langeweile vor seinem Kasten. Jens Helming setzt sich gut durch und zieht einfach mal ab. Die anfängliche Drangphase der Gäste beantworten die Blauen, so wie jeder Trainer nachts vom perfekten Kombinationsspiel träumt. Hin und her und Kötting zieht ab. 1:0 für den ASV. Coach Zimm, das geht bei diesem Zusammenspiel ganz sicher das Herz auf. Die Laxtener Abwehr kommt nicht hinterher, wird vorgeführt von der Offensive der Heimmannschaft. Jens Kötting ist der Glückliche, der vollenden darf. Wunderbar herausgespielt. Doch Altenlingen wirkt jetzt unkonzentriert, der SV Olympia hingegen hellwach. Raphael Köster macht nach dem Ballgewinn ordentlich Meter mit dem Leder am Fuß. Thomas Fehren findet die Lücke, läuft in die Schnittstelle, doch vor dem Tor kein Abnehmer. Beide Teams wirken in dieser Phase so, als ob sie zu wenig Schlaf bekommen haben. Dieser Rückpass auf den Keeper kann ja mal gehörig ins Auge gehen. Glück im Unglück, Torwart Hülsmann gefällt das gar nicht. Das Aluminium muss leiden. Wer setzt hier vor der Halbzeit noch einmal einen Nadelstich? Kildau bekommt das Spielgerät, lässt Baumtrog aussteigen. Die Kugel wird richtig gefährlich, kratzt am Pfosten. Kurz vor dem Pausenpfiff wieder ist es Raphael Köster, der auf Fehler lauert. Diesmal Torwart Spieker mit dem folgeschweren Fehlpass. Jens Helming behauptet das Leder. Ab in den Strafraum damit. Tor! Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause gleicht Laxton aus. Die Zuteilung der Altenlingener Hintermannschaft stimmt vorne und hinten nicht. Niemand fühlt sich für Fehren verantwortlich. Der nickt seelenruhig ein. Danach ist Halbzeit in einer doch sehr ausgeglichenen Partie, in der das Team von Coach Zimdas die Führung nicht mit in die Pause nehmen kann. Wir starten in den zweiten Durchgang mit einer Ecke für den ASV. Der Ball geht am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite ebenfalls eine Standardsituation. Die Kugel flattert in den Strafraum. Ist das die Führung? Aluminium. Aber Schiedsrichter Osse Ford entscheidet ohnehin auf Abseits. Das Spiel wird jetzt immer härter, es gibt viele Fouls und deshalb auch wieder einen Freistoß. Diesmal für die Blauen. Maximilian Fehr kommt mit der Birne an den Ball. Er verfehlt. Jetzt wieder der ASV Altenlingen. Gutes Kombinationsspiel wie beim 1:0. Nicht ganz, der Schuss ungefährlich. Diese Szene ein Symbolbild für die zweite Hälfte. Viele Fehlpässe, immer wieder Einladungen zum Führungstreffer auf beiden Seiten. Doch so richtig gefährlich wird es nicht. Vielleicht mal jetzt. Raphael Köster macht im Mittelfeld wieder richtig Dampf. Er findet einen Abnehmer. Tom Spieker ist dran. Wir springen in die Nachspielzeit. Das 1:1 hier in diesem Derby ist mehr als gerecht. Beide Teams können durchaus zufrieden damit sein. Kurz vor dem Schlusspfiff aber nochmal das Heimteam. Henry Möller auf der Außenbahn zieht an Mehmann vorbei. In den 16er. Nein, der Schiedsrichter wird ja wohl nicht. Doch, er tut es. Elfmeter. Die Laxtener können es nicht fassen, sind außer sich. Wir schauen drauf und stellen fest, der Gelbe spielt nur den Ball. Klare Fehlentscheidung und das in der 95. Minute. In der Bezirksliga gibt es aber nun mal keinen Videobeweis und deshalb tritt Marvin Krämer zum Strafstoß an. Ist Krämer der Derby-Held? Ja, 2:1, das Ding ist durch.
locker weggemacht von Krämer zum Derby-Sieg. Die Freude beim ASV Altenlingen ist groß. Ich würde mal behaupten, der Lachsenfluch ist jetzt endgültig überwunden. Die Gäste hingegen müssten erst einmal diese wirklich fragwürdige Elfmeterentscheidung verdauen. Wir gehen dann in den Zweikampf. Im Strafraum ist immer gefährlich. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, ich stehe auch ein bisschen weiter weg, weil der Elfmeter nicht ganz klar, und ob man den in der letzten Minute auch noch geben muss, weiß ich nicht. Diese Niederlage dürfte die Lachsen dann noch etwas länger negativ beschäftigen. Beim ASV-Coach hingegen sieht das anders aus. Ja! Wenn es dann natürlich in der 95. Minute passiert, ist es umso schöner. Also ich bin einfach nur glücklich. Ich habe auch der Mannschaft gerade gesagt, wir müssen nicht über das Taktische reden, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben. Wir genießen jetzt einfach heute den Tag.